Herr Stadtrat Färber, das Gefühl der Sicherheit ist in Frankfurt größer als in Offenbach. Das liegt vor allem an der wahrgenommenen Überwachung durch Kameras. Es besteht der Wunsch, die Personensicherheit zu erhöhen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders als die Bürgerinnen und Bürger, die Ihnen das gesagt haben, aber ich akzeptiere das natürlich. Also wenn jemand sagt, wenn ich eine Kamera sehe, fühle ich mich sicherer. Die Leute sind ja auch gewohnt, dass Kaufhäuser überall Kameras sehen. Sie kennen das teilweise vom Bahnhof. Es ist aber im öffentlichen Raum nicht so ganz einfach. Also Sie müssen immer abwägen. Man kann das machen, man muss aber auch deutlich machen, dass man welches Ziel man hiermit verfolgt, weil im öffentlichen Raum einfach jemanden zu filmen, ist schon eine Abwägungssache. Wir haben das bei uns am Marktplatz, wir haben es in der Hermann-Steinhäuser-Straße, wir haben es in den S-Bahnen, in den S-Bahn-Stationen. Die Kamera an sich mag ja subjektiv Sicherheit geben, aber erfahrungsgemäß ist die Kameraüberwachung ein Instrument der Aufklärung. So, wir nehmen Sie mal die Sache mit Boston. Die haben ja zum Beispiel so Kameras. Das hat natürlich den Anschlag nicht verhindert, aber die haben natürlich nachher, weil sie alle Bilder ausgewertet haben, sind sie auf die Spur der Täter gekommen. Oder nehmen Sie Überfälle in der S-Bahn in Berlin zum Beispiel, wo man dann Fahndungsfotos hat. Das ist sicher richtig. Aber insgesamt ist das eine Geschichte, wo man immer abwägen muss. Ja, habe ich ein höheres Maß an Sicherheit? Und ach so, es kommt noch eins dazu. Es muss natürlich auch jemand am Monitor sitzen. Also wir haben das so, dass unsere Bilder, die in Offenbach gemacht werden, die laufen auf einmal bei der Stadtpolizei, dann bei der Bahn, soweit es die S-Bahn betrifft, und dann bei der Polizei selbst. Aber wer wann wie unmittelbar den Monitor kontrolliert und dann etwas veranlasst, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist in Beobachtung. Es ist nicht so, dass die Stadt sagt, wollen wir nicht, sondern wir machen es, aber es ist immerhin auch eine Ressource, mit der man gezielt umgehen muss. Ein Passant wünschte sich statt ständiger Verkehrskontrollen mehr Sicherheit auf der Straße. Also da müssen Sie zunächst wissen, dass die Stadtpolizei hoheitliche Rechte hat, die Verkehrskontrolleure nicht, das sind verschiedene Leute. Also Sie könnten die Leute, die den Verkehr überwachen, den könnten Sie nicht einsetzen als Stadtpolizei. Und dass die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs notwendig ist in der Großstadt, ist völlig klar, weil sobald die Autofahrer mitkriegen, da wird nichts kontrolliert, dann kommen die anderen Bürger und sagen, um Gottes Willen, meine Einfahrt ist zu, ich kann überhaupt nicht mehr um die Ecke fahren. Ja? Also es ist halt einfach so. Ich habe gestern gelesen, Regeln seien für Menschen gemacht, die nicht in der Lage seien, sich selbst welche aufzuerlegen. Ja? Also sie müssen auch eingehalten werden. Und dann auch noch eins. Also wir haben ja jetzt mit dem Herrn Dr. Schwenke einen neuen Ordnungsdezernenten seit zwei Jahren. Ja, und seitdem ist die Präsenz der Stadtpolizei verdoppelt worden. Das war von Anfang an ein Anliegen, das hat er auch im Magistrat mit uns so abgesprochen, dass er sagt, ich will von der Stadtpolizei mehr Leute auf den Straßen haben, genau um das subjektive Sicherheitsgefühl der Leute zu stärken. Das versuchen wir auch. Der Nordring wird als ziemlich kaputte und ausbesserungswürdige Straße empfunden. Sind Straßenbauarbeiten geplant? Der Nordring ist sicherlich im Moment nicht in dem Zustand, den wir uns wünschen. Ja. Es ist so, dass Straßen repariert werden. Das heißt, wir haben dafür extra Vorsorge getroffen, weil wir nicht in dem Maße, in dem wir uns das wünschen, Straßen öfter grundsanieren können. Ja? Aber die Reparatur sollte funktionieren. Es gibt da auch einen Mängelmelder. Also wenn Leute Mängel in der Straße auch sehen, dass zum Beispiel irgendwo das Pflaster nicht in Ordnung ist, dass ein Unfallschwerpunkt aus Sicht der Leute da ist, sollten sie den Mängelmelder der Stadt anklicken. Also das ist www.offenbach.de. Und dort finden Sie dann einen Mängelmelder. Und auf diesem Mängelmelder können Sie dann Ihre Feststellungen mitteilen und können dann auch immer wieder schauen, ob das abgearbeitet ist und wie das abgearbeitet ist. Aber Reparatur ist das eine und eine
grundhafte Sanierung ist das andere. Also gerade im Nordring erwarten wir, dass durch den Ausbau des Hafens, da ohnehin, gerade oben, wenn es so Richtung Frankfurt geht, ja, in dieser Ecke dann, dass da einiges neu kommen wird. Ich habe mich gerade wegen des Nordrings informiert und habe da die Information bekommen, dass da Verbesserungen geplant sind im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens. Offenbach wird im Vergleich zu anderen Städten als schmutzig wahrgenommen. Was kann man hier tun? Da muss man immer fragen, andere Großstädte oder Kleinstädte, wo die Leute quasi ein-, zweimal die Woche vor der Straße selber, auf der Straße selber kehren. Das ist schon mal ein Unterschied. Der frühere Oberbürgermeister Gerhard Grantke hat in diesen Fällen immer gesagt, ja, wer macht denn den Dreck? Die Leute kommen doch nicht von außen her und machen den Dreck oder lassen ihre Hunde überall hinmachen. Das sind doch die Bürger, die da wohnen. Also wir sind bemüht, intensiv bemüht, die Stadt sauber zu halten und sauber zu kriegen. Also wir haben in der Innenstadt zum Beispiel tägliche Reinigung. Wir haben dann darüber hinaus mit dem Projekt Saubere Innenstadt, da haben wir drei Leute, die den ganzen Tag durch die Innenstadt gehen und Verschmutzungen beseitigen, die zum Beispiel entstehen, wenn ein Abfallbehälter übervoll ist. Dann liegt das Zeug nebendran, das sieht sofort verheerend aus. Ja. Da haben wir, wie gesagt, drei Leute. Dann die Stadtteilbüros. Wir haben die im Nordend haben wir ein Stadtteilbüro, in Biberwaldorf ein Stadtteilbüro, wir haben das im Mathildenviertel. Die schwärmen auch aus und gucken in ihrem Bereich zum Beispiel nach wilden Müllablagerungen, weil die sehen ja auch verheerend aus, melden das dann der Stadt und die werden beseitigt. Also wir tun aus unserer Sicht schon, was wir können. Es gibt zwar einige Stadtteile in Offenbach wie Biber, dort kehren die Leute selbst. Bis auf die Hauptstraße, weil die öfter schmutzig ist. Soweit es funktioniert, kann man das ja machen. Es funktioniert immer weniger, muss man dazu sagen. Die Leute scheinen lieber einen Beitrag zu bezahlen und lassen dann kehren. Wenn wir aber als Parlament, oder wenn das Parlament, ich bin ja Magistrat, wenn das Parlament beschließt, wir lassen öfter kehren, wir wollen die Kehrintervalle verstärken, dann entstehen natürlich Gebühren. Und dann ist natürlich auch das Geschrei wieder groß, wir werden abgezockt. Also es ist immer so ein Balanceakt. Wir tun alles, damit Offenbach sauber ist. Ich würde also für mich selbst sagen, das Vorurteil, Offenbach ist schmutzig, stimmt nicht. Bekannte aus USA haben die Sauberkeit von Offenbach gelobt. Es ist immer die Frage, wo komme ich her und wie bin ich es gewohnt? Die Spielplätze sollten insgesamt sauberer sein. Konkret am Spielplatz in der Löwenstraße, sagte eine junge Mutter, sind zudem mehrere Reparaturen vonnöten. Wann passiert etwas? Zunächst mal müssen wir unterscheiden. Gelder für Reparaturen und für die Pflege von Spielplätzen ist im Haushalt vorhanden. Ansonsten gibt es dann noch grundhafte Sanierungen von Spielplätzen, die gibt es auch. Das sind dann Investitionsmaßnahmen, die wir im Haushalt für den Haushalt vorschlagen, das Parlament genehmigt die und dann wird das gemacht. Wir stehen unter dem Schutzschirm, also ich will nicht behaupten, dass wir da sonderlich viel Geld haben, aber es wird gemacht. Gerade jetzt der von Ihnen angesprochene Spielplatz in der Löwenstraße, da habe ich mich mal informiert, der wird zweimal wöchentlich gereinigt von der ESO und der wird regelmäßig begangen, also geprüft von der GBM, das ist eine städtische Gesellschaft, und die haben aktuell in der Tat den Austausch, in einer Schaukel muss wohl ein Brett ausgetauscht werden. Ansonsten, was ich vorhin schon mal sagte, bitte den Mängelmelder nutzen, sagen, dass und das ist, wenn möglich gleich noch per Mail ein Bild mitschicken, Handyfoto oder so, dass man sieht, was es ist, denn bekanntlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Also wie gesagt, Löwenstraße, die aktuelle Geschichte wird bereinigt und die Sicherheit muss ohnehin sehr genau geprüft werden. Also manchmal ist auch die Frage renovierungsbedürftig, dass man sagt, naja, also das ist schon ein bisschen alt, das hätten wir gerne neu.
Das darüber lässt sich diskutieren, aber die Sicherheit ist immer gegeben. Der Begriff Ausländer ist in Offenbach sehr negativ besetzt. Personen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, fühlen sich oft diskriminiert. Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Ich habe den Begriff nicht erfunden und den gibt, das ist ein Begriff, den gibt es in der hessischen Gesetzgebung. Es sind in den Städten Ausländerbeiräte zu bilden. Ja, die Ausländerbeiräte werden auch gewählt. Es wird im Übrigen, dass das negativ besetzte Begriff ist, erklären, warum so wenige an der Wahl des Ausländerbeirats dann sich beteiligen. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht. Was wollen die von mir? Warum soll ich denn da hingehen? Also das könnte durchaus sein. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, aber sehen Sie, man lernt immer dazu. Aber unabhängig davon, der Ausländerbeirat selbst mag diesen Begriff nicht. Ja, also es gibt sind Begriffe wie Migrantenparlament in Rede. Es hat auch Aufforderungen des Ausländerbeirates an die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen gegeben. Sie mögen dafür sorgen, dass das verändert wird, dass dieser Begriff anders wird. Ne? Ich meine, eins ist klar, Offenbacher sind Offenbacher, egal wo sie herkommen. Es gibt halt Offenbacher mit griechischen Wurzeln, Offenbacher mit türkischen Wurzeln, Offenbacher mit polnischen, mit bulgarischen, mit spanischen, mit italienischen und an vielen anderen. Wir haben ja 150 Nationen in der Stadt. Und wir haben auch eine Diskussion im Ausländerbeirat, ich muss den Begriff jetzt verwenden, weil er nun mal so heißt, in dem es darum geht, dass diese Frage der Diskriminierung, dass die gesehen wird. Wir hatten deshalb auf Wunsch des Gremiums die Frankfurter Vertreter der Antidiskriminierungsstelle da. Die haben deutlich gemacht, wie ihre Arbeitsweise ist, wie es funktioniert. Und sie haben vor allem eins deutlich gemacht. Die haben gesagt, in 15% der Fälle sind die Anliegen berechtigt. In 85% sind sie unberechtigt, aber es muss jemand erklären, warum sie unberechtigt sind. Weil einfach kulturelle Unterschiede zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Also geht es so in Richtung kulturelle Kompetenz. Und deshalb hat der Ausländerbeirat gesagt, wir hätten gern auch eine Antidiskriminierungsstelle in Offenbach. Dass die einfach allem nachgeht, was in irgendeiner Weise mit städtischen Gremien, mit Ämtern, mit Gesellschaften zu tun hat. Das Bündnis Bund Stadt Braun, das sich auch sehr stark um Antidiskriminierung kümmert, hat eine weitergehende Definition. Da geht es auch um die Frage Arbeitgeber, Vermieter, Geschäfte. Aber da kann natürlich die Stadt Offenbach als Stadt von ihrem Auftrag her nicht eingreifen. Was wird in Offenbach getan, um ein möglichst reibungsloses Miteinander der Kulturen zu ermöglichen? Sie erinnern sich, dass vor einigen Jahren, 2 Jahre vielleicht, 3 Jahre, der Herr Buschkowski in Berlin, der Bezirksbürgermeister von Neukölln, das Buch veröffentlicht hat, Neukölln ist überall. Und die Süddeutsche Zeitung, Sie wissen ja, dass die Süddeutsche Zeitung die Meinungsmacherin der Meinungsmacher ist, ja, also da ein hoher Identifikationsgrad. Die haben uns eine ganze Seite auf Seite 3 gewidmet, nämlich mit dem Titel Neukölln ist nicht überall. Und hat gesagt, und wer wissen will, wie es anders geht, der mag mal nach Offenbach gehen. Da geht es nämlich ganz anders zu. Und dann haben die dieser sehr prominenten Seite ganz klar dargestellt, warum Offenbach, manche sagen ja, wir seien die Integrationshauptstadt Deutschlands, weil 150 Nationen von 120 bei 120.000 Einwohnern und es funktioniert. Ja, das ist die Frage, warum funktioniert das? Das funktioniert in Offenbach, weil ganz viele Initiativen, ganz viele kleine Projekte haben, in denen daran gearbeitet wird, das Zusammenleben der Offenbacher zu fördern. Ja? Da gibt es zum Beispiel schon ganz lange den Präventionsrat. In dem Präventionsrat sitzen alle drin, die sich mit der Frage beschäftigten, läuft was aus dem Gleis? Also da ist die Polizei dabei, da ist Schule dabei, da ist Jugendamt dabei. Sind Gewerkschaftsvertreter, soviel ich weiß, auch dabei. Also das ist ein ganz großes, breites Bündnis, wo man die Entwicklungen in der Stadt sich anguckt und sagt, wer kann man gegensteuern und wer muss wie gegensteuern. Wir haben dann den islamischen runden Tisch. Es gibt, glaube ich, außer in Offenbach, keine Stadt in Deutschland, wo sämtliche unterschiedlichen muslimischen Gruppen vereint um einen Tisch sitzen. Also es gibt in Offenbach 15 Imame. Und diese 15 Imame sind alle da, wenn der islamische runde Tisch
tagt. Und da werden eben die Dinge besprochen, die speziell für Muslime von Bedeutung sind. Ja, da sagen wir ein Beispiel, Betreuung von Muslimen, die im Krankenhaus liegen, zum Beispiel auch die Frage Beerdigung, Beerdigungsriten. Also gibt da eine ganze Menge. Oder zum Beispiel Altenpflege, die für Muslime, sagen wir mal, aus ihrem Glauben heraus angemessen ist, dass sie da hingehen können. Denn die hier in Offenbach lebenden Muslime stellen auch fest, so die alten Strukturen, die es mal gab aus dem Herkunftsland, die funktionieren hier nicht. Egal, ob ich jetzt Urdeutscher bin oder ob ich Migrationshintergrund habe, wenn die Familie, wenn alle arbeiten und es tritt ein Pflegefall auf, ja, das muss gelöst werden. Und da haben wir zum Beispiel mit dem Seniorenzentrum Offenbach, das die Stadt selbst betreibt, eine Einrichtung, in der zum Beispiel auch mittlerweile ein muslimischer Gebetsraum eingerichtet wurde. Also da wird schon wirklich versucht, so weit als möglich auf die kulturellen Eigenarten, mit viel interkultureller Kompetenz zu arbeiten, um jeden dort mitzunehmen. Also es ist ein Teil vom offenen Modell, wenn man so will. Und dann müssen Sie sehen, die ehrenamtlichen Projekte hatte ich schon angesprochen. Es gibt zum Beispiel in der Marienstraße einen Verein, der türkischen Kindern massive Hausaufgabenhilfe gibt, und die sagen ganz offen, also unsere Leute, die hier bei uns sind, die lernen wirklich und die machen, wenn es irgend geht, Abitur oder Fachabitur. Also es ist auch eine ganz große Anzahl von Leuten, die einen Aufstieg schon gemacht haben und weiterhin machen wollen. Also das Bild ist nicht so, ist sehr, sehr uneinheitlich. Ja, die sagen aber auch selbst, wissen Sie, die Leute, die bei uns sind, die lernen was. Und die wir halt nicht kriegen können, die laufen halt in der Frankfurter Straße rum, machen auch mal dummes Zeug. Ja, das ist so. Und im Übrigen, Offenbach hat eine lange, lange Tradition mit Integration. Überlegen Sie mal, vor 300 Jahren sind die Hugenotten in Offenbach aufgenommen geworden. Und die haben erstmal den hiesigen Landwirten beigebracht, wie man feine Lederwaren macht. Das konnte man nämlich vorher hier gar nicht. Also Offenbach hat immer von Integration, von Zuwanderung profitiert, und wir gehen davon aus, dass es auch so bleibt. Sie ecken in Offenbach an. Sie haben ein Anliegen, das die Stadt Offenbach betrifft. Ihre Chance auf direkte Antworten des Magistrats der Stadt Offenbach. Senden Sie uns Ihre Fragen und Anregungen per Post, per E-Mail oder bei Facebook.